Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Eine sehr gemischte Bücherwoche, das muss man mal wieder dazu sagen. Es gab so zwei halbe Highlights und auch zwei halbe Flops, also insgesamt, also eher gemischt. Es gibt eine sehr grandiose Filmempfehlung von mir und ich möchte auch noch was zum Leseclubbuch Juni sagen und habe noch ein Buch da, was von mir eingeteilt wurde, zu dem ich auch schnell zwei, drei Wörter verlieren möchte. Ja, die Woche war eine absolute Sommerwoche. Sonnenschein, es saß, es war warm, es war toll. Ich habe es sehr, sehr genossen, auch wenn es eine Spätschichtwoche war, habe ich doch wirklich versucht, am Abend immer noch so ein bisschen das Draußengefühl zu genießen und auch in der Mittagspause möglichst ein bisschen was draußen zu erledigen. Es ist dann immer sehr schwer, ins nicht klimatisierte Büro zu gehen und da die Motivation zu finden. Aber ja, es geht alles, wenn man etwas möchte. Nichtsdestotrotz ist der Sommer einfach meine absolute Jahreszeit. Ich merke das in jeder Pore, dass es mir gut geht, dass ich innerlich strahle und da hat vielleicht noch das ein oder andere sonstige in meinem privaten Leben was damit zu tun. Aber das Wetter ist für mich definitiv ein Stimmungsmacher und ich weiß, dass viele jetzt schon sagen, es ist ihnen viel, viel zu heiß und ich kann das auch absolut nachempfinden. Da ich aber versuche, im Winter mir nicht ständig zu denken, dass das Wetter kalt und eklig und bäh ist, weiß mein Freundeskreis zum Beispiel auch, dass sie jetzt bitte auch nicht zu jammern haben, weil ich würde als Nicht-Winterkind definitiv länger jammern und schlechte Laune verbreiten, als es die Nicht-Sommermöger tun. Von daher, ja, das ist, wir müssen uns da ein bisschen arrangieren und gerade in Deutschland ist der Sommer natürlich immer sehr extrem gleich da. Aber ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass man natürlich arbeiten geht, was im Urlaub was ganz anderes wäre. Ich glaube, da meckert man gefühlt gar nicht übers warme Wetter, wenn man eben am Pool oder am Strand liegen kann oder irgendwie, einfach so irgendwo an einem See liegt. Und aber ich genieße das wirklich sehr und hoffe, dass die nächsten Wochen auch einfach so schön bleiben, trocken bleiben, warm bleiben, dass man schöne Dinge erleben kann. Unter anderem ja dann auch in 3 Wochen in Berlin, wenn wir unser Booktuber, Blogger, Zuschauertreffen haben und ihr vielleicht ja auch dabei seid. Und da möchte man natürlich trocken durch Berlin laufen. Und ich habe ja auch Freitag ein bisschen Sightseeing geplant und Sonntag auch so ein kleines Highlight geplant, was ich erleben möchte. Und da möchte ich auch bitte trocken bleiben. Also wenn das irgendwie ginge und dann habe ich ja im August auch 3 Wochen frei. Mal gucken, ob es 3 werden oder vielleicht nur 2,5. Ich muss mal schauen, wie ich sonst noch Tage Urlaub brauche. Und da hoffe ich natürlich auch, dass es trocken und schön ist und ich einfach 3 Wochen im Garten liegen kann und nichts anderes tue. Das wäre der Vorsatz. Nun aber der Reihe nach zu den Büchern. Die Woche begann mit Die Brut, das Ende naht von Ezekiel Boone. Es ist der Abschluss der Trilogie von Die Brut, wo mich ja der erste und zweite Teil wirklich absolut gepackt, gefesselt und unterhalten haben. Und ich war mega, mega gespannt auf den Abschluss dieser Reihe. Weiter ging es dann mit Marthas Mission von Carrie Drury. Das ist der zweite Teil und gehört zu Marthas Widerstand, der mich ja im letzten Jahr sehr, sehr begeistert hat. Eine Hammer-Dystopie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Leider der zweite Teil eher mau. Auch eher etwas, ein Buch anderer Art ist Der emotionale Rucksack von Vivien Dittmar. Ein Buch, das ich über eine Freundin aufmerksam geworden bin und es mal ganz interessant fand, mir Ratschläge, klingt immer so hochtrabend, aber einfach mal so ein paar Gedanken dazu zu holen, wie man eben mit Emotionen, Erinnerungen, die vielleicht tatsächlich nicht ganz so schön waren, wie man mit diesen umgehen kann. Da fand ich das Buch vom Gedanken her sehr spannend, wie es mir dann so in der Umsetzung gefallen hat, dann natürlich mehr. Und das letzte Buch habe ich in der Lovely Books Leserunde gelesen. Es ist der zweite Teil der Palace-Saga. Es ist Palace of Silk, die Verräterin von C.E. Bernard, wobei die Autorin ja eigentlich Deutsche ist und das ihr Pseudonym ist. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob sie wird das dann trotzdem Englisch ausgesprochen haben wollen. Ich gehe mal davon aus. Und das habe ich ja bei Lovely Books gewonnen und habe auch in dieser Woche fleißig darin gelesen und war sehr gespannt auf den zweiten Teil der Trilogie.
Einen Filmtipp gibt es und wie gesagt, es liegen jetzt hier auch zwei Bücher zum Leseklub und zum gemeinsamen Lesen, wo ich dann auch noch kurz was dazu sagen möchte. Aber wie immer gehen wir ganz typisch vor und besprechen die Bücher der Reihe nach und starten mit Die Brut von Etsiki Buni. Ich muss hier nochmal meinen kleinen Spicker mal so ein bisschen hochsenden. Wir beginnen mit Die Brut, das Ende naht von Etsiki Buni. Das ist der dritte Teil der Reihe. Es ist ja der erste und zweite im letzten Jahr erschienen, einmal in Schwarz und in Weiß, mit sehr coolen Buchschnitten. Der erste Teil war, glaube ich, tatsächlich rot, der zweite grün und beim dritten hatte ich jetzt irgendwas erwartet, es ist aber einfach ein ganz normaler Buchschnitt. Also ich frage mich tatsächlich gerade, warum man den dritten Teil so langweilig gemacht hat und bin da tatsächlich ein bisschen überrascht, dass man sich diesem System nicht treu geblieben ist. Aber vielleicht waren auch die Verkaufszahlen von Teil 1 und 2 nicht so gut, dass man dachte, auch ein normaler Buchschnitt tut sozusagen auch. Ja, es ist der letzte Teil der Reihe, auf den ich sehnsüchtig gewartet habe. Den zweiten Teil hatte ich ja in meinem Ägyptenurlaub letztes Jahr im Oktober verschlungen und hatte ja durchaus am Strand auch Gänsehaut, was ja sehr untypisch, ich glaube, bei 34 Grad ist, aber es hatte mich unglaublich gepackt. Denn wir haben hier bei Die Brut eine Endzeitgeschichte, die eine sehr beklemmende Atmosphäre hat und auch zum Teil sehr eklig ist, was bei mir schon manchmal so an die Ekligkeitsgrenze gestoßen ist. Denn ja, auf der Erde tun sich verschiedene Standorte auf und das ist auch ganz schön hier vorne in der Karte sozusagen in allen drei Teilen gezeigt. Ja, es greift eben etwas Ekliges die Menschen an, also oder auch die Menschheit an, und zwar die Brut. Und ja, wir sind im Grunde bei verschiedensten Angriffen immer wieder live dabei. Das zieht sich durch jeden der Teile, haben also verschiedene Perspektiven. Unter anderem, ja, lernen wir eben gerade einen Charakter durchaus auch mal kennen und der tut gerade irgendetwas und dann entdeckt er eben die Angreifer und meistens ist das ja auch sehr oft dann das Ende oder die Flucht gelingt oder sonstiges, aber wir sind sehr oft bei diesen Angriffen dabei. Es gibt also nicht nur verschiedene Perspektiven, sondern eben auch verschiedenste Standorte, wo eben die Brut unterwegs ist und ja, wir sind dann natürlich dabei, wie die Menschen versuchen, sich gegen diese Brut zu wehren, und da sind wir bei ganz normalen Menschen, aber natürlich auch bei Politikern. Unter anderem verfolgen wir eben die Präsidentin der USA, auch zum Teil sind wir ein bisschen in China unterwegs und ja, erleben da eben verschiedenste, ja, politische Dinge, wie man dagegen vorgehen kann, von irgendeiner Kriegsführung, atomaren Waffen und so weiter, kann man sich vorstellen, was sich die Menschheit da so ein bisschen ausdenkt. Es ist daher doch ein sehr politischer Thriller, der da eben schon auch Wert drauf legt, dass man ja das große Ganze, die Menschheit sieht, nicht nur sich jeder selbst sozusagen den Arsch rettet, sondern eben ja möglichst auch die ganze Welt davon irgendwie befreit wird und ein normales Leben irgendwie möglich ist. Dementsprechend sind wir hier wirklich in einer Endzeitstimmung und es ist schon sehr apokalyptisch. Also man ist mitten dabei und ja, versucht eben das ja irgendwie aufzuhalten. Was ich mega, mega spannend fand, bereits ab dem ersten Teil, waren wirklich diese verschiedenen Standort- und Perspektivwechsel, die sich auch bis zum dritten Teil durchziehen. Das fand ich mitunter am spannendsten, am aufregendsten und auch am ekligsten. Das muss man ganz ehrlich so sagen, denn hier sind natürlich schon Dinge beschrieben, ach, wo ich bei einem Film definitiv die Augen zumachen würde. Nichtsdestotrotz hat mir der Sprachstil von Etsiki Buni wirklich unglaublich gut gefallen. Ich fand, es hatte Spannung, es hatte Atmosphäre, es hatte ja so auch ein Menschengefühl, so ein Echtgefühl, und es hat mich wirklich sehr gefesselt und begeistern können. Natürlich ist es so ein bisschen übertrieben. Man muss es auch manchmal, glaube ich, einfach mit ein bisschen Humor sehen. Man darf es nicht allzu ernst nehmen, aber es ist wirklich toll gemacht und es ist wirklich ein Thriller, der mich komplett in der Reihe begeistert hat, wo der zweite Teil sogar noch besser war als der erste und der dritte Teil durchaus nicht weniger Spannung hat. Ich finde, er passt perfekt in diese Reihe, er schafft einen sehr, sehr schönen Abschluss. Mir war der dritte Teil fast einen Hauch zu politisch. Das fand ich ein bisschen schade, dass dieses Politthema so einen großen Einfluss auf die Geschichte genommen hat und das eigentliche Problem sehr, sehr wenig besprochen wurde. Und ich hatte so das Gefühl, dass der Autor gar keinen Bock mehr auf seine Story
Story hatte und deswegen diesen Polit-Thriller so vorangetrieben hat, während er eben so diesen Ekel-Trash-Thriller, der es ja war, in gewisser Weise irgendwie nach hinten gerückt ist. Fand ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich hätte mir tatsächlich einfach so dieses Feeling aus Teil 1 und 2, dieses Ekel-Feeling der Brut, doch noch ein bisschen mehr gewünscht. Man lernt hier sehr viele menschliche Abgründe kennen, auch sehr viele skurrile Menschen und die Kapitel enden oftmals wirklich mit Cliffhangern. Und wenn man nach jedem zweiten Kapitel einen Cliffhanger hat, man will natürlich immer weiterlesen. Und man hat auch zum Teil sehr kurze Kapitel, sodass man das Buch gefühlt oder diese ganze Reihe gefühlt im Nu eigentlich durchgelesen hat. Das Ende hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es schön, wie es gelöst wurde und welche Gedanken der Autor im Grunde sich hier auch hingegeben hat. Und das, ja, macht für mich auch die Reihe wirklich zu einem perfekten Ende. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen weniger Politik und ein bisschen mehr Ekel, ein bisschen mehr Brut, etwas mehr Menschliches sozusagen erwartet, weil das Politthema doch sehr weit über uns sozusagen steht. Nichtsdestotrotz ist diese ganze Reihe wirklich eine absolute Empfehlung, wer einen kurzweiligen, spannenden, atmosphärischen Endzeit-Thriller lesen möchte und auch vor Ekel-Szenen keine Angst hat, der ist hier absolut richtig. Es ist natürlich jetzt kein Horror oder ein Gemetzel oder irgendwie, wie man das vielleicht, was weiß ich, aus Hardcore-Verlagen erkennt. Ich meine, es erscheint ja auch einfach im Fischer-Verlag. Aber es, ja, für ganz zart Beseitete ist es, denke ich, definitiv nichts. Und man sollte auch nicht unbedingt die größte Phobie vor dieser Brut haben, ohne dass ich jetzt groß spoilern möchte. Aber ich packe euch mal meine Bücherwochen auch zum Teil 1 und 2 in die Infobox. Da findet ihr auch alle Informationen zu den Büchern. Und ja, es ist eine Empfehlung von mir. Ich fand die Reihe wirklich durchgängig sehr spannend, packend. Und ich mochte dieses Endzeit-Thema hier drin sehr, sehr gerne. Und ja, bin gespannt, ob wir von dem Autor auch nochmal an anderer Stelle etwas hören. Dann ein Buch, das wir wohl relativ schnell auch abschließen können, denn ich habe dieses Buch abgebrochen. Nach nicht ganz der Hälfte, zumindest hat mir das mein E-Book-Reader angezeigt. Und zwar Marthas Mission von Carrie Drury, der zweite Teil dieser Martha-Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Überbegriff gibt. Es wird wohl auch eine Trilogie werden, was mir bei Marthas Widerstand gar nicht klar war. Ich habe dieses Buch im letzten Jahr begonnen zu lesen mit dem Gefühl, es ist ein Einzelband. Das ist eine Dystopie und ich habe mich mega gefreut, dass es endlich mal keine Reihe wird. War dann sehr enttäuscht am Ende des ersten Buches, als es einen unglaublichen Cliffhanger gab und es bekannt war oder ja wurde, dass es einen zweiten Teil geben wird. Da dachte ich schon, warum schreibt man denn nicht einfach hinten drauf Auftakt einer Reihe? Ja, vielleicht hätte ich es dann nicht gelesen, aber ich glaube, jemand, der Dystopien mag, ist wohl um dieses Buch gefühlt auch gar nicht herumgekommen. Es ging im ersten Teil um Martha, die in einer sehr dystopischen Zukunft des Mordes angeklagt wird. Und es gibt in dieser Gesellschaft 7 Zellen, in denen man sozusagen 7 Tage hintereinander immer wandert. Man beginnt sozusagen in der größten Zelle und das Publikum draußen, die Zuschauer am Fernsehen, entscheiden dann, ob man eben schuldig ist und eine Zelle weiter wandert oder ob man nicht schuldig ist und eben nicht weiter wandert, da bleibt, wo man ist, beziehungsweise dann eben auch freigesprochen wird. Und die Zellen werden auch immer kleiner, sodass eben die letzte Zelle auch die engste Zelle ist und dann käme eben auch das Todesurteil sozusagen. Und die Mischung hat mir damals sehr gut gefallen, diese Idee, dass man ja alles Mögliche an Trash-TV jetzt im Grunde den Zuschauer überlässt. Ich meine, die Zuschauer stimmen über DSDS ab, über das Supertalent, über bei Let's Dance, was ich ja zurzeit tatsächlich sehr gerne gucke, beziehungsweise jetzt, wenn ihr das Video seht, ist ja das Finale auch schon gelaufen. Wir Menschen entscheiden Gefühl, wir Zuschauer, uns wird ja das Gefühl gegeben, dass wir alles entscheiden und diesen Gedanken eben in so eine Dystopie zu bringen, dass wir eben über einen Mord entscheiden, das fand ich sehr, sehr, ja, spannend. Und auch eben im ersten, also diese Verzweiflung der verschiedenen Insassen mitzubekommen, wenn eben man von Zelle zu Zelle gehen muss, das fand ich tatsächlich schon ziemlich happig. Das Problem ist natürlich, dass es zwar toll klingt, dass jeder Mensch ja im Grunde abstimmen kann, wir das Volk sozusagen entscheiden, aber ganz so einfach ist es nicht, denn jeder Anruf kostet natürlich auch wieder Geld und nicht jeder kann es sich leisten, im Grunde auch dafür abzustimmen, für das es ihnen wichtig wäre abzustimmen. Und so ist es natürlich wie immer, dass die Geld haben, darüber entscheiden und im Grunde der kleine normale Mensch überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendwie einzustimmen.
Einfluss darauf zu nehmen, obwohl ihm natürlich das Gefühl gegeben wird, dass es so ist. Und wir haben hier eben Martha und die hat aber ganz andere Pläne in ihrer Gefangenschaft und ist auch eben einfach gegen diese Gesellschaft. Und wir haben hier nicht nur Marthas Perspektive, die ich schon sehr, sehr spannend fand, sondern auch eben ja, zwei, drei andere, unter anderem eben auch diese Talkshow, wie die aufgemacht ist, um eben die Menschen zum Anrufen, ja, im Grunde zu bewegen. Und der erste Teil war für mich wirklich ein absolutes Highlight, der hat mir unglaublich gut gefallen und ich hatte mich sehr, sehr gefreut über den zweiten Teil. Und ja, die Freude währte leider nicht allzu lange. Die Geschichte, ja, geht im Grunde ziemlich da los, wo die andere endete. So ganz genau kann man das nach einem Jahr gefühltmäßig ja gar nicht mehr sagen. Ich hatte nicht das große Problem, wieder reinzukommen, weil der Schreibstil doch sehr einnehmend ist und auch so ein bisschen was an Rückblicken hat, hatte schon das Gefühl, ja, so nach 10 Seiten war man in der Geschichte wieder drin. Und wir haben auch hier nicht nur Marthas Perspektive, sondern auch andere Charaktere, die wir aus dem ersten Teil kennen. Was mich da tatsächlich ein bisschen irritiert, ist, dass wir Martha und einem anderen Charakter in der Ich-Form begegnen, während andere Charaktere, die uns ja auch Sicht auf die Dinge geben, in der dritten Person erzählt werden. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen meine Probleme mit diesem Umswitchen und war dann manchmal doch so einen Moment irritiert. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört beim Lesen. Leider wurde die Geschichte überhaupt nicht spannend und es hat mich auch nicht wirklich eingenommen. Es hat mich nicht wirklich dazu verleitet, weiterzulesen. Und diese 200 Seiten, die ich grob gelesen habe, fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich langweilig. Es wurde im Grunde nichts Neues erzählt. Es war viel aus dem ersten Teil. Es gab sehr viele zähe Stellen und es hat auch so ein bisschen das Atmosphärische, dieses Bedrückende aus diesen Zellen und ja, dieser Gesellschaft, das hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gefehlt. Und es war eben auch nichts an ja, interessanten Wendungen dabei, die einen irgendwie verleitet hätten, weiterzulesen. Ich hätte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Widerstand gegen die Gesellschaft gewünscht. Das war gefühlt überhaupt nicht mehr vorhanden. Und ich muss auch ehrlich sagen, Martha war einfach ein Jammerlappen. Also die war im ersten Teil, hatte sie ja einen Beweggrund, den man irgendwann erfährt und hat Dinge getan, die man gut oder schlecht heißen kann, das möchte ich jetzt gar nicht werten, aber sie hat was getan, sie war tough, sie war stark, sie wusste, was sie wollte. Und im zweiten Teil, da tat sie sich gefühlt eigentlich nur leid und sie hat nur gejammert und nur, ach ja, es war ziemlich anstrengend. Und natürlich ist man bestimmt kräftezehrend irgendwo nach gewissen Dingen und ist dann als Charakter nicht mehr ganz so stark. Und wenn man sich an den Frodo bei Herr der Ringe erinnert, ach, der mit seiner, er muss die Bürde tragen, ging mir ja irgendwann auch auf den Keks. Aber wenn wir uns jetzt eine Katniss Everdeen vorstellen, die irgendwann nur noch gejammert hätten, in diesen Jammermomenten mochte man sie ja gefühlt auch nicht so richtig. Gehört zwar zum Leben dazu, ist menschlich, aber auch ziemlich langweilig, wenn jemand nur jammert. Ach ja, da hat es Schwupps gemacht und ja, die Batterien waren leer. Von daher, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wo wir waren. Ich glaube, irgendwo beim Jammern. Und ja, dieses Jammern ging mir wirklich tierisch auf den Keks. Und es kam für mich auch einfach sprachlich und spannungstechnisch überhaupt nicht an den ersten Teil ran, sodass ich eben nach knapp vor der Hälfte gedacht habe, ja, ich bin jetzt einfach raus. Also wenn einen einfach irgendwas nicht begeistern kann, dann bin ich auch keiner, der sagt, ich muss es zu Ende lesen. Dementsprechend werde ich natürlich auch nicht den Abschluss der Trilogie, also den dritten Teil, lesen und bin auch froh, dass ich ja im Grunde das Buch nur als E-Book hier habe und es nicht irgendwie im Regal habe und es da jetzt loswerden müsste. Ja, schon ein bisschen parallel dazu habe ich Der emotionale Rucksack von Vivien Dittmar gelesen. Ich kam hier über eine liebe Freundin auf dieses Buch. Wir haben uns so ein bisschen über verschiedene Dinge im Jetzt und im Frühjahr unterhalten und ja, da hat sie so ein bisschen, ja, ich werde es jetzt nicht ganz wortwörtlich zusammenbringen, aber so gesagt, Mensch, vielleicht wäre ja dieses Buch was für uns, um so ein bisschen all die Dinge aufzuarbeiten. Und weiß jetzt nicht, ob es wirklich was zum Aufarbeiten gibt oder ob ich da schon eigentlich drüber hinweg bin. Also das klingt jetzt also merkwürdig und so ernsthaft. Das darf man tatsächlich nicht ganz so ernst sehen. Ich sehe das auch eher mit so einem spannenden Auge, was es eben einfach so an Dingen gibt, die einen das Leben leichter machen sollen. Und dieses Buch ist das definitiv nicht.
obwohl es mich an vielerlei Stellen zum Schmunzeln und Lachen gebracht hat, was, glaube ich, aber nicht Ziel des Buches war. Anfangen möchte ich allerdings mit diesem Buch mit einer Anmerkung der Autorin, die ich sehr merkwürdig fand, die sich direkt zu Beginn erzählt sie uns hier etwas zu den Geschlechtern in diesem Buch, dass sie eben nur diese zwei Geschlechter Mann und Frau benennt, aber alle anderen Geschlechter nicht diskriminiert. Und das Gleiche macht sie in ihrer Erklärung, dass sie bei Paaren in diesem Buch auch immer nur von der klassischen Methode sozusagen der Mann und des Mannes und der Frau spricht. Sie möchte aber keine gleichgeschlechtlichen Paare diskriminieren. Und ich habe diesen Abschnitt bestimmt dreimal gelesen und dachte mir jetzt, sind wir alle so intolerant, dass man sich als Autor tatsächlich jetzt dafür entschuldigen muss? Wird das tatsächlich erwartet, dass man, also ich muss tatsächlich sagen, fand das sehr merkwürdig. Und ich frage mich, liegt es daran, dass ich eben zu dieser vermeintbaren Zielgruppe gehöre, dass ich eben als Geschlecht eine Frau bin und auch in dieses Geschlechter unterschiedliche, also in dieses Heterosexuelle hineinpasse? Empfinde ich es nur als komisch, wenn sich eine Autorin oder ein Autor dafür entschuldigt? Oder, also sind alle anderen so intolerant oder bin ich die Intolerante? Ich fand das sehr merkwürdig. Das hat mir direkt, ohne dass das Buch anfing, schon sehr, sehr zu denken gegeben. Und ich weiß nicht, ob wir uns jetzt alle dafür entschuldigen, dass wir das sind, was wir sind. Das kann ja auch nicht Ziel dieses "wir sind alle gleich" sozusagen sein. Also ich fand das tatsächlich sehr merkwürdig und habe dann die Autorin schon mit einem etwas sehr skeptischen Blick sozusagen beobachtet. Habe dann auch mal geguckt, wer diese Autorin überhaupt ist. Habe dann festgestellt, dass sie wohl eine Deutsche ist, was von Vivian mir jetzt nicht ganz so deutsch vorkam, sie aber auch, glaube ich, auf unterschiedlichsten Kontinenten schon gelebt hat. Und sie hat wo sehr viel auch schon in diesen Dingen zu Selbsthilfe, zu diesen Emotionen, Gefühlen aufarbeiten. Sonstiges gibt sie wohl auch sehr viele Schulungen und hat auch eine Stiftung gegründet, die Be Changed Stiftung, die eben sich dafür einsetzt, diesen gesamtgesellschaftlichen Wechsel zu vollziehen. Denn sie hat irgendwie erkannt, dass das Individuum allein eben nur in einem Kontext neuer, lebensbejahender Strukturen gut leben kann. Und da würde ich tatsächlich eigentlich zustimmen und denke, das ist absolut richtig. Würden wir einfach auch mal ein paar Happy News in den Nachrichten hören, würden wir wahrscheinlich auch nicht alle so griesgrämig durch die Welt laufen und unsere Dystopie wahrscheinlich auch nicht selbst herhexen. Also ich bin durchaus ein Mensch, der schon ein großer Ja-Sager ist, ein sehr positiver Mensch ist. Jeder hat mal einen schlechten Tag, keine Frage, aber ich glaube, grundsätzlich geht einfach der Optimist doch glücklicher durch das Leben als ein Pessimist. Auch wenn keiner von beiden öfter recht hat, hat der Optimist, denke ich, einfach eine coolere Zeit gehabt als der Pessimist oder gar der Realist, was ja gefühlt noch trockener ist, als es der Pessimist sein kann, weil da ja gefühlt gar kein Gefühl dabei ist. Aber ich, wie ihr seht, das Thema hat mich durchaus ein bisschen bewegt. Das Buch ist in drei Teile geteilt. Es geht einmal um das emotionale Gepäck. Es geht um einen bewussten Umgang damit und dann eben auch um diese emotionale Hygiene, wie man also diesen Rucksack bewusst entlädt, um dann eben nicht in Momenten darauf zu reagieren, in denen man damit nicht rechnet. Der Zweck des Rucksacks, also unseres Rucksacks, ist es, wertvolle, wenn auch schwierige Erfahrungen und Erinnerungen und Gefühle, die man noch nicht verarbeitet hat oder noch nicht verarbeiten konnte, bis zu einem späteren Zeitpunkt aufzubewahren, bis man sie eben verarbeiten kann. Und der Rucksack soll eben auch kein Mülleimer sein, sondern idealerweise ein Kompost. Das fand ich sinnbildlich sehr interessant, wo eben der organische Abfall unter den richtigen Bedingungen wertvoller Humus wird. Also dass man eben etwas mitnimmt in sein Leben. Und ich fand diesen Gedanken tatsächlich so als die Quintessenz des Buches wirklich sehr interessant, habe aber durchaus gemerkt, dass ich gefühlt schon 10 Schritte weiter bin. Also ich weiß auch nicht, ob dieses Buch jemandem hilft, der vielleicht nicht mit seinen Emotionen und Erfahrungen und seinen Dingen irgendwie bis zum Ende gekommen ist, darüber geredet hat, das aufgearbeitet hat, und weiß ich nicht, ob das Buch tatsächlich hilft. Natürlich, sagt sie auch selbst, ist dieses Buch eben eine Hilfe für all die, die niemanden haben, mit denen sie über Dinge sprechen können, um eben überhaupt das Gefühl zu haben, ihnen hört jemand zu und jemand ist für sie da. Was ich tatsächlich
absolut nachvollziehen kann in der Gesellschaft, wo die Haushalte immer einzelner werden und gefühlt man ja auch viel mehr Zeit mit sich selbst verbringt als mit anderen. Das war ja früher durchaus anders. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das Buch tatsächlich einen Gesprächspartner und wenn es eben einfach ärztliche Hilfe ist, ob das was ersetzen kann. Ha, fand ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich mochte irgendwie diese Gedanken. Ich kann auch nachvollziehen, was die Autorin mir sagen wollte. Fand es aber jetzt auch nichts innovativ Neues. Ganz im Gegenteil. Ich fand, dass sie sich dieser buddhistischen Lehre und auch der dort beschriebenen Sicht auf Kommunikation und das Leben sehr, sehr bedient hat. Also mir kam da sehr vieles sehr bekannt vor. Und daher war es für mich tatsächlich nichts Neues. Zudem bin ich einfach, glaube ich, schon gar nicht mehr die Zielgruppe, weil ich, mein Rucksack ist gefühlt zwar schon gefüllt, keine Frage, es entwickelt sich auch Humus daraus, aber es war jetzt nichts da drin, wo ich mich wiedererkannt hätte. Also sie hat auch einige Beispiele aus ihrem eigenen Leben gebracht, in denen sie einfach verzweifelt zusammensank und weinte und fertig mit der Welt war und es kam zum komplett falschen Zeitpunkt und wo ich mir so dachte, wann ist dir dann das letzte Mal passiert? Und ich merke zwar, ja, manchmal denkt man natürlich über seine Vergangenheit, über Erfahrungen nach, manchmal zweifelt man an der Gegenwart, weil man vielleicht etwas noch nicht richtig in den Kontext gebracht hat aus der Vergangenheit, in den er hingehört. Und manchmal hindert er einen ja auch daran, vielleicht der Mensch zu sein, der man gerne wäre. Das ist jetzt schon sehr psychologisch. Aber ja, das wird man eben auch nicht, indem man ein Buch liest. Ist einfach so mein Gefühl. Es sind sehr viele Aufgaben darin enthalten, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Man hat auch Übungen, wo man einen Menschen definitiv braucht, mit dem man über die Einschätzungen von sich selbst und dem anderen spricht. Das fand ich ein bisschen schade, weil wenn das Buch an eine Zielgruppe gerichtet ist, die es allein ist, dann nützt mir auch eine Partnerübung nichts, weil mit wem hätte ich sie jetzt tun sollen? Also, wenn ich allein wäre. Also, ja. Was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, und jetzt wollen wir so gegen Ende kommen und zu dem Positiven, ist der sehr lockere Schreibstil. Ich glaube, dass das für ein Sachbuch sehr wichtig ist, dass das so ein bisschen rantreibt, um weiterzulesen, um dran zu bleiben. Ich mochte auch diese scheinbaren Dialoge, die die Autorin mit mir als Leser geführt hat, und es macht eben das Lesen sehr flüssig, sehr echt und sehr natürlich. Allerdings fand ich sehr schade, dass es sehr wenig Infos über die Autorin gibt, woher sie ihr Wissen irgendwie hat und wie sie darauf kommt, dass das Menschen helfen könnte. Also ich bin da so ein bisschen im Widerspruch mit mir. Ich kann jetzt natürlich auch nur für mich sprechen und nicht für jemanden, der vielleicht gerade in der Situation ist, der einen Rucksack irgendwie Kilo schwer mit sich herumträgt, ob ihn das irgendwie weitergebracht hätte. Für mich war es einfach zu sehr oberflächlich, zu sehr, mein Rucksack wie gefühlt ist gut gepflegt und weiß, dass er im Grunde dafür da ist, um das Leben irgendwie zu lenken. Aber ich weiß nicht, man sollte sich nicht so viel Gedanken, glaube ich, um seinen eigenen Rucksack machen irgendwie. Es war, also ihr merkt, ich bin mir selbst nicht ganz schlüssig, was ich von dem Buch halten soll. Dementsprechend lasse ich das jetzt einfach mal so offen. Es ist auch schwierig, ein Sachbuch mit menschlichen Erfahrungen, das ist ja wie eine Biografie, zu bewerten. Weil es ist natürlich schon ein persönliches Buch auch von der Autorin. Und es gibt definitiv bessere Bücher, um mit seinen Emotionen, seinen Gefühlen irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man damit umgeht. Aber ich finde halt, man sollte sich als Buch und als Autor nie über zum Beispiel ärztliche Hilfe stellen, was sie zwar ein paar Mal betont, aber ich nicht das Gefühl habe, dass sie das ernst gemeint hat. Also es ist, ja, ich glaube, ich lasse das jetzt so stehen, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Und es war irgendwie interessant, es war unterhaltsam, aber ich lese dann tatsächlich lieber irgendwie ein buddhistisches Buch oder widme mich dieser Weisheit ein bisschen intensiver, damit es mir gefühlt im Innern einfach besser geht und dann geht es mir besser. Und das letzte Buch der Woche hat dann für weniger Irrungen und Wirrungen gesorgt. Das ist nämlich Palace of Silk, die Verräterin von C.E. Bernard. Das ist der zweite Teil der Palace-Saga. Der erste Teil war ja Palace of Glass und der dritte Teil wird Palace of Fire sein und der erscheint bereits Ende Juli. Man muss also gar nicht so lange warten, bis der nächste Teil erscheint und so war es auch schon zwischen dem ersten und zweiten Teil, wo glaube ich auch nur 2 Monate lagen. Ich habe das Buch bei einer Lovely
Books Leserunde gewonnen, die auch zusammen mit der Autorin stattfand. Und das fand ich besonders interessant, da natürlich man als Leser durchaus auch Fragen stellen konnte, die die Autorin dann auch beantwortet hat. Der erste Teil war für mich ja ein absolutes Monatshighlight. Ich glaube im März, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es, glaube ich, noch vor der Buchmesse gelesen, wenn ich auch einen großen Kritikpunkt hatte, auf den ich aber nicht näher eingehen kann, weil der natürlich dann absolut spoilert. So wird es auch hier ein bisschen drin sein. Wir sind hier in einer Welt, in einer zukünftigen Welt. Wir sind in Großbritannien zu Beginn des ersten Teiles und es gibt die Magdalenen. Und Rhea, die wir begleiten, ist eine Magdalena. Und die Gesellschaft hat aber Angst vor dieser besonderen Gabe, denn Magdalenen können Gedanken lesen und diese auch kontrollieren und verändern. Zudem können sie auch Erinnerungen verändern oder löschen. Und so ist es in dieser Gesellschaft verboten, sich anzufassen, sich zu berühren. Mann und Frau dürfen das wohl durchaus an speziellen Orten, also meistens zu Hause. Allen anderen ist es verboten, sich mit nackter Haut zu berühren. Deswegen tragen die Menschen auch in der Regel Handschuhe und müssen als Magdalena eben durchaus auch untertauchen, weil die eben in England auch verfolgt werden. Rhea ist eine Magdalena und hat ihre Eltern verloren, lebt zusammen mit ihrem Bruder Liam und geht Straßenkämpfen nach. Und eines Tages wird sie ja im Grunde an den Hof, an den königlichen Hof gebeten oder aufgefordert, dahin zu kommen, um die Bodyguardin sozusagen zu werden vom Kronprinzen. Und mitten am Hof hat sie natürlich ein großes Problem, ihre wahre Identität auch geheim zu halten. Und wie es natürlich so ein bisschen kommen muss, gibt es so eine kleine Liebesgeschichte, die ich total an den Haaren herbeigezogen finde, wie so oft. Das ist auch so das große Ding, was sich auch durch den zweiten Teil gezogen hat. Nichtsdestotrotz hat mir ja der erste Band unglaublich gut gefallen. Ich fand diese Dystopie spannend, ich fand die Gabe spannend, ich fand das mit dem roten Seitenband, ohne zu viel darüber zu verraten, fand ich mega grandios. Man sieht das Band ja auch hier, es führt sich ja dann am ersten und am dritten Band ja auch weiter, sieht also auch als Gesamtwerk im Bücherregal auf jeden Fall toll an. Ich fand diese Idee, diese Hautgabe, dieser Gedankenkontrolle, das fand ich mega geil gemacht. Das hat die Autorin wirklich Hammer rübergebracht. Das hat sie auch für etwas, das ja so Fantasy ist, hat sie das wirklich ja extrem echt rübergebracht. Und es ist wirklich eine High-Fantasy-Welt, die ich großartig finde, die düster ist, bedrohlich ist, atmosphärisch ist. Und der Schreibstil der Autorin ist unglaublich bildhaft. Also sie schafft es, mit Beschreibungen wirklich eine Welt in den Kopf zu pflanzen, wie wenn sie selbst die Gedankenkontrolle in uns Lesern vornimmt, um wirklich Orte entstehen zu lassen, Menschen, Charaktere, Emotionen, Gefühle, und man leidet förmlich mit oder man freut sich mit oder man empfindet Schmerz mit. Und das ist wirklich große, große Schreibkunst, die die Autorin hier an den Tag legt, die ich wirklich absolut grandios finde. Also das hat mich im ersten Teil wirklich absolut begeistert. Ich war hin und weg. Ich habe den ersten Teil sehr gefeiert. Ich habe den auch in Nu weggesuchtet und packe euch auch mal meine Bücherwoche zum ersten Teil unten in die Infobox, weil ich das wirklich großartig fand. Also das war, ja, hat mich wirklich total begeistert. Und es gibt, wie gesagt, so diese Liebesgeschichte und auch so einen Punkt in der Geschichte, den ich nur kopfschüttelnd ertragen habe. Nichtsdestotrotz war es ein Highlight und hat auch wirklich alle Punkte von mir bekommen. Der zweite Teil geht im Grunde direkt weiter an Teil 1. Ich möchte dazu gar nicht weiter was verraten, weil es würde den ersten Teil ja spoilern. Ist sprachlich genauso gewaltig, macht genauso viel Spaß, ihn zu lesen wie der erste Teil. Leider hat der zweite Teil so ein paar Wendungen drin, die ich durchaus sehr nervig fand, die ich nicht nachvollziehen konnte. Es gibt auch so Liebes-3 und Vierecke, die ich nur kopfschüttelnd finde, gar nicht, weil ich sie so merkwürdig finde, sondern weil gar nicht klar wird, wo diese Emotionen herkommen. Also irgendwie kriegt die Autorin mich nicht dazu, diese Dinge zu verstehen. Also selbst bei anderen Dreiecksgeschichten kann ich ja, die das sonst nicht verstehen kann, durchaus nachvollziehen, warum jemand so hin und her gerissen ist. Das war hier irgendwie gar nicht möglich. Man hat dieses Chaosgefühl der Gefühle gar nicht verstanden, man konnte nicht emotional mitgehen und man konnte eben gar nicht nachvollziehen, warum. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn ich hätte das sehr gerne verstanden. Was ich zudem einfach nicht verstanden habe, ist auch sehr oft Rhea. Irgendwie tut sie Dinge, die ich nicht verstehen kann, sie denkt Dinge, die ich nicht verstehe, und ja, sie handelt auch
und ich verstehe es nicht. Und das macht die Geschichte ein bisschen schwieriger, ein bisschen unflüssiger für mich. Man hat doch den ein oder anderen Augenrollpotenzial sozusagen, was ich einfach schade fand. Denn das hat es für mich überhaupt nicht gebraucht, dass diese Komponenten in diese Geschichte kommen. Die Geschichte trägt sich eigentlich von der Handlung, von der Spannung, von diesen Welten eigentlich komplett allein. Und dieses Liebeschaos hätte es gefühlt eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Und ich weiß auch nicht, ob das so in High Fantasy so richtig ist. Wir reden ja hier auch nicht von Jugend-High Fantasy, wo ich so denke, ha, wäre es vielleicht tatsächlich sowas, hätte ich es vielleicht verstanden. Für mich ist dieses Buch und die Zielgruppe doch ein bisschen erwachsener und älter. Nichtsdestotrotz liebe ich viele der Nebencharaktere, angefangen von Bruder Liam über die Schwester des Königs von Frankreich, über ja so den ein oder anderen Intriganten, und am Ende kommt eben auch eine Wendung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, die ich überhaupt nicht mal ansatzweise in Erwägung gezogen hätte, die einfach nur Bombe und Hammer war und so natürlich der dritte Teil förmlich danach ruft, gelesen zu werden. Und ich bin ein Fan dieser Reihe, auch wenn der zweite Band ein bisschen schwächer war, zumindest was diese Wendungen angeht und den Spannungspegel, was natürlich diese Welt betrifft, in der wir uns befinden. Und hier befinden wir uns ja in Frankreich, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Und auch das finde ich großartig rübergebracht. Und es gibt darin Bälle, die man förmlich vor sich sieht, wo man die Menschen gekleidet sieht, wo man die Musik hört, das Essen schmeckt. Also es ist großartig gemacht. Sprachlich wirklich ein Hammer, wirklich eine ganz, ganz tolle High-Fantasy-Welt, eine tolle Idee, tolle Gaben. Allerdings eben einfach mit diesem Liebesding, das einfach nicht meine Welt ist. Also das ist vielleicht auch so ein persönliches Ding. Ich kann damit halt nicht allzu viel anfangen. Ja, das war es mit den gelesenen Büchern. Wie ihr seht, hält sich da so ein bisschen die Waage. So zwei Bücher, die so gut, sehr gut, kleine Highlights waren, und zwei so kleine eher Flops. Manchmal ist das im Leseleben so. Wie ihr gemerkt habt, gab es diese Woche tatsächlich überhaupt kein Hörbuch. Mir war diese Woche gefühlt gar nicht nach Geschichte hören, sondern ich habe viel mehr Musik in meiner Freizeit sozusagen gehört. Und das hat mir auch mal sehr gut getan. Ich habe jetzt allerdings schon am Wochenende mit einem Hörbuch angefangen, weil ich dann einfach doch Sehnsucht hatte, dass mir jemand was vorliest. Ja, weiter geht es mit Büchern, die ich für den Monat Juni eingeteilt habe. Unter anderem natürlich der vierte Harry Potter Teil und der Feuerkelch. Wie ihr seht, sind wir diesmal doch schon in ein etwas dickeres Buch geraten mit fast 770 Seiten. Liest man an diesem Werk doch ein bisschen länger. Ich glaube, dass ich mir das mal an einem Wochenende vornehmen werde, vielleicht tatsächlich schon nächste Woche. Jetzt in der Woche, wo ihr das Video sozusagen seht. Das ist immer noch ein bisschen verwirrend für mich, aber mal sehen, weil das darauf folgende Wochenende habe ich voraussichtlich ein paar Pläne, dass ich da nicht groß zum Lesen komme. Und ich freue mich schon sehr auf den vierten Teil, weil ich den auch tatsächlich mit diesem Trimagischen Turnier unglaublich gerne mag. Und man weiß natürlich, was passiert, aber ich freue mich drauf. Und auch der vierte Teil wird jetzt in dieser Form gelesen, da gibt es noch keine Schmuckausgabe. Den fünften Teil möchte ich definitiv einfach mal hören. Ich höre so viel Gutes über die Hörbücher von Harry Potter und möchte den fünften, den dicksten der Bücher auf jeden Fall dann auch einfach mal hören. Und ich denke mal, dass der mich dann im Juli auch begleiten wird und freue mich da auf jeden Fall schon sehr. Und ab dem 23. Juni lesen wir im Leseklub Die Zelle von Jonas Winner. Wir haben ja so ein bisschen den Thriller-Monat ausgerufen, um bei schönem Wetter eben uns durchaus auch ein bisschen zu gruseln. Und es gab zwei Jonas Winner Bücher und zwei Harlan Coben Bücher, die wir auf dem Sub haben, und Die Zelle hat gewonnen. Hier geht es ja um einen Jungen, der gerade mit seinen Eltern nach Berlin gezogen ist. Er ist 11 und im Luftschutzbunker der alten Jugendstilvilla in Grunewald macht er eine verstörende Entdeckung. Ein vollkommen verängstigtes Mädchen, nicht viel älter als er selbst, ist dort unten in einer Zelle eingesperrt, die man mit Gummifolie ausgekleidet hat. Nur durch einen winzigen Schlitz hindurch kann er sie sehen. Am nächsten Tag ist die Zelle leer, das Mädchen verschwunden. Und für den Jungen kann es dafür eigentlich nur einen Grund geben, seinen Vater. Und ich fand ja Mörderpark von Jonas Winner schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe auch noch ein zweites Buch von ihm auf dem Sub, Der Architekt, glaube ich.
Und es kommt auch im Herbst, glaube ich, ein neues Buch von ihm. Und bis dahin möchte ich natürlich meine Subbücher auch gelesen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Die Zelle. Es klingt schon sehr düster. Es ist auch gar nicht so dick. Für alle, die sich vielleicht kurzfristig dazu entschließen wollen, hat es um die 320 Seiten. Ist auch schon eingeteilt. Die Einteilung ist jetzt auch schon im Leseklub zu finden. Und die Leseabschnitte werden natürlich kurz vorher kommen. Und das lesen wir dann eben ab dem 23. Juni. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ja, nun verabschieden wir uns von den Büchern und widmen uns einem absoluten Filmtipp von mir, bei dem ich versuchen muss, mich kurz zu fassen, weil ich sonst so in Schwärmen gerate. Und zwar ist das Cargo, ein neuer Film mit Martin Freeman, der nicht in den Kinos läuft, sondern tatsächlich auf Netflix und auch, soweit ich es verstanden habe, eine Netflix-Produktion ist, was mich bei Filmen schon immer wundert, weil man weiß, sonst auf Netflix kommen ja meistens Filme heraus, die eben ursprünglich auch irgendwie im Kino liefen, die man vielleicht sogar auf DVD schon zu Hause hat. Und umso gespannter war ich auf den neuen Film von Martin Freeman, den ich ja in all seinen Filmen und auch zum Beispiel bei Sherlock ja wirklich großartig finde. Bei Cargo handelt es sich auch um einen Endzeit-Zombie-Thriller-Drama. Ja, ich glaube, das ist alles drin, was irgendwie reingehört. Wir begleiten eben den Charakter, den Martin Freeman spielt, zusammen mit seiner Frau und seinem sehr jungen Kind. Ich glaube, die ist noch nicht mal ein Jahr alt, vielleicht ein halbes Jahr, auf einem Hausboot. Und wir erfahren relativ schnell, dass es eben irgendwie einen Virus gab, der den Menschen innerhalb von 48 Stunden zu einer Art Zombie verändert. Ja, so kann man es, glaube ich, definitiv nennen. Und alle drei fühlen sich relativ sicher auf ihrem Boot, doch eines Tages wird seine Frau gebissen und ihnen bleiben eben 48 Stunden, um entweder in der Klinik zu kommen oder eigentlich, um sie dann auch sterben zu lassen, sie umzubringen. Es gibt da auch ein Erste-Hilfe-Kit, mit dem man, wenn man eben im Grunde krank ist, sich auch sehr schnell das Leben selbst beenden könnte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das tatsächlich schaffen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und als er eben, wie es dann kommen muss, und ich spoilere hier nicht, er eben im Grunde auch infiziert wird, hat er 48 Stunden, um eben seine kleine junge Tochter irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und er läuft da eben durch die Wildnis Australiens, ist zumindest der Schauplatz, und trifft da auf allerlei überlebende Menschen, gesunde Menschen, und er versucht eben irgendwo seine kleine Tochter da irgendwie unterzubringen und mit gutem Gewissen sich dann sozusagen dem Sterben hinzugeben. Und das ist einfach eine Hammergeschichte. Sie klingt jetzt sehr banal, sie klingt jetzt irgendwie auch trashig und schon wieder Zombies. Und man denkt sich so, ach ja, brauchte man das wirklich? Und ich nicke da einfach, ja, wir brauchten diese Geschichte. Denn diese Geschichte klingt zwar nach einer absoluten, klischeehaften Zombie-Geschichte, sie ist es aber nicht. Sie ist eher ein menschliches Drama, ein gefühlvoller Bericht über einen Vater, der irgendwie versucht, seine Tochter in Sicherheit zu wissen, und da fließen mir fast auch schon wieder die Tränen. Ich fand es unglaublich berührend. Ich fand diese Geschichte sehr menschlich, sehr echt, sehr nachvollziehbar. Man kann förmlich die Gefühle miterleben. Man ist gebannt vor dem Fernsehen und guckt sich diesen Film an und schüttelt so oft mit dem Kopf, weil man es einfach nicht fassen kann, was dieser Mann bereit ist zu tun, was ihm auf seiner Reise über den Weg läuft, wie es ihm selbst mit diesem aufkeimenden Virus geht und wie er einfach versucht, er selbst zu bleiben, bis er sein Kind in Sicherheit weiß. Und ob das gut geht, wie es gut geht und ob es vielleicht doch ganz tragisch endet, das müsst ihr euch einfach selbst angucken. Und ich kann diesen Film also wirklich nur empfehlen. Ist für mich ein absolutes Highlight gewesen. Ich war zwischendrin manchmal so fertig, dass ich pausieren musste. Ich musste Taschentücher holen. Ich war wirklich ein nervliches Wrack und ich wollte eigentlich nur mal eine halbe Stunde reinschauen und habe ihn dann aber, ich glaube, bis 2:30 Uhr morgens durchgesuchtet. Geht jetzt auch gar nicht so lange, ich glaube so um die 2 Stunden, aber eigentlich wollte ich nur mal reinschauen und konnte ich mir dann ganz schnell abschminken. Es hatte Gänsehautmomente, es hatte Gruselmomente, es hatte wenig Ekelmomente, weil diese ganze Zombie-Story und diese Zombies einfach so eher ein Randthema waren. Also es liegt nicht der Hauptaugenmerk auf diesen Zombies, auf die Menschheit, sondern auf diesen kleinen Mikrokosmos, auf diesen Mann mit seiner Tochter. Und das fand ich so
Also das würde einfach so passieren. Das ist so erschreckend, dass man ja bei diesen Zombie-Filmen immer nur so dieses Globale sieht oder auch bei diesen Endzeitbüchern ist das ja so oft, oh, die arme Menschheit, von 7 Milliarden sind 6,5 ausgerottet und jetzt sind halt noch 500.000 übrig und wie überleben die? Aber so dieses kleine, einzelne Schicksal wird in vielen dieser Bücher ja gar nicht betrachtet und Cargo macht das und es macht das einfach großartig und ja, legt euch Taschenbücher bereit, ahnt, dass das wirklich etwas in einem auch macht und auch was für Menschen man dort trifft, eben diese Raffgierigen, die glauben, irgendwann ist die Welt wieder sicher und zum Glück sitze ich hier auf einem Benzinvorkommen, auf einem Gasvorkommen und irgendwann werde ich reich, weil na, die Menschheit wieder all das braucht und das gibt es eben auch und das gibt es ja heute auch und das wird es immer geben und Menschen, die diese Situation ausnutzen und ja, das Menschliche war hier wirklich so, was einen so vor Augen geführt wird und es war wirklich großartig. Also es hatte für mich ähnlichen atmosphärischen Wert, wie es die Passage-Trilogie von Justin Cronin hat. Natürlich ist ein Film nochmal was ganz anderes, als wenn man es liest. Natürlich ist meine atmosphärische, düstere Welt schon mal noch ein Tick düsterer, als es Cargo war. Aber so dieser Mikrokosmos und Martin Freeman hat es grandios gespielt. Also man muss das wirklich sagen, er hat das mit so viel Emotionen gespielt, so viel in der Mimik drin, in dieser Verzweiflung und dass man ihn das abnimmt. Am liebsten würde man ihn auch immer mal in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut, gib mir dein Kind, ich kümmere mich drum, aber man kann das ja nicht tun. Und auch das Ende, ich glaube, das wird tatsächlich wohl sehr kontrovers aufgefasst werden können, was ich nachvollziehen kann. Ich fand's Hammer, ich fand's Bombe, ich war begeistert. Also, ja, wie es gelöst wurde und ich habe tatsächlich ganz schön geweint, man muss es ehrlich so sagen. Und da sind wir dann beim emotionalen Rucksack. Scheinbar habe ich in meinem früheren Leben mal irgendwie, keine Ahnung, Martin Freeman verloren in meinem Leben oder ein Baby oder wer weiß. Dann bin durch die Wüste gelaufen von Australien, dass ich das nicht aufgearbeitet habe oder eben einfach eine Emotion in mir geweckt habe. Und ja, ich bin ja sowieso immer sehr nah am Wasser gebaut, von daher, aber es war schon echt heftig. Also ich, das jetzt auch. Jetzt habe ich doch länger drüber geredet, als ich wollte, aber es hat mich wirklich sehr gepackt, sehr gefesselt, sehr begeistert und ich empfehle das. Jeder muss diesen Film angucken und habt keine Angst vor den Zombies, die sind wirklich gefühlt nur ein Nebenthema, tauchen immer mal auf und das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich was zum Ekeln, sondern wirklich eher was für Emotionen und für Drama und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, damit beenden wir nun auch die Bücherwoche. Ich glaube, viel mehr gibt es tatsächlich gar nicht zu dieser Woche zu erzählen. Es war ja sowieso schon allerhand. Ich rede hier schon wieder Stunde um Stunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch oder mögt mir erzählen, was ihr gerade lest, was ihr gerade vielleicht auch als Highlight gelesen habt oder ob ihr auch eine Filmempfehlung habt auf Netflix oder Sky. Dann natürlich immer her damit. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.